übermannt, die Barrikaden! Nein! Meine Männer müssen diese Stellung halten. Wenn die Roten durchbrechen, sind wir dran. Was soll ich dabei tun? Yeah, bitch, I got my second wind. You could pretend I ain't the shit. I'm guilty, I'm guilty. Yeah, I'm filthy fucking rich. I'm strapped, y'all. Und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 3. Ja, jetzt sind wir bei Samuel Adams, oder? Ja, ich glaube schon. Paul, Connor. Sehr schön. Schön, euch zu sehen. Du musst verschwinden. Die Rotröcke kommen. Hi, wie William sagte, lass sie ihre Suche durchführen. Sie finden nichts. Du verstehst nicht. Pitcairn hat vor, dich zu töten. Ich fürchte, das stimmt. Dann haben wir wohl keine Wahl, als zu gehen. Was ist mit euch? Klaus und ich reiten weiter nach Concord. Connor, am besten bleibst du hier und hilfst John Parker, die Stadt zu halten. Das gibt uns Zeit, alle zu warnen. Okay, wir müssen mal wieder hinhalten. Okay. Sequenz 7, der Mitternachtsritt. Mission beendet und wir haben alles geschafft. Ach, sehr schön. Geil, wir haben alles geschafft. Ja, zum ersten Mal wieder seit, keine Ahnung, ein paar Jahren. Ja! Oh, ja, heute habe ich wieder mal Bock zum Let's Playen, Alter. Ach ja. Und es sind mal wieder Sommerferien. Na, ihr Nudeln? Nachdem es eine Rauchelung Sequenz 7, die Gefechte von Lexicon und Concord. Was ist mit dem los? Aspirin hat vergessen. Aspirin doch nicht, das sei Dings. Sein Rauchhuster. Alter. Was ist dem los? Oh, starten wir mal mit der Prise im Mund. In der Nase. Können wir durchstarten, glaube ich. Lexikon, 19. April 1775. Alter, der hat sich eine schöne Grippe zerzogen. Ihr dürft nie! General Grievous. Doch, die vorne lachen sich da Arsch ab. Pitcairn. Oh. Auseinander, ihr Drecksrebellen! Legt die Waffen nieder und geht heim! Wir müssen einer der Dinge ohne Zeit. Eindeutig. Oh, der ist noch. Sie kommen nicht zurück. Du musst mit denen auskommen, die geblieben sind. Schieß zurück! Schieß zurück! Na genau, schießt, Alter. Und sofort nach Concord und die anderen warnen. Sehr gute Strategie hier. Der Mann hört auf den Namen James Barrett. Okay. Jetzt geh schon! Oh, das kann knapp werden. Hier ein bisschen eine Raucherlunge. Okay. Okay. So, jetzt da Sporen geben. Ich glaube, so sind wir schneller. So, jetzt da. So ist es, glaube ich, jetzt am besten. So, sehr schön. Komm. Okay, der will nicht. Jetzt können wir Spuren geben. Sehr schön. Formula One mit Pferden hier. Altertum Formula One. Okay. Sehr schön. Wir müssen wieder geben. Komm, Pferd. Komm, jetzt da. Sehr schön. Ich glaube, wir schaffen es unter einer Minute. Komm. Oder? Komm, wir schaffen es, Alter. Komm. Ja, ich weiß, Pferdle, du magst es nicht, aber wir müssen uns echt beeilen, Alter. Hier spitze ich alles zusammen. Der Krieg ist auch schon halb ausgebrochen. Ich weiß, Alter. Okay, wir schaffen es. Das schaffen wir locker. Okay. Ich weiß nicht so. Könnte knapp werden, irgendwie. Könnte sehr, sehr gar knapp werden. So. Okay, warum wird es da rote Punkt angezeigt? Weiß nicht. Komm. Psst. Okay, warum wird da ein roter Punkt angezeigt? Was ist das? Was ist das nur? Müssen wir da irgendwie jemand töten oder? Okay, das haben wir geschafft. Sehr schön. Also, die Geister befreien, Jester. Noch mehr wird folgen.
Die Rotröcke kommen hierher. Ach, sag bloß. Was glaubst du, warum wir hier sind? Keine Ahnung. T-Zeremonie oder... Geh heim, bevor dir noch was zustößt. Ja, ich habe genug Probleme ohne so einen Grünschnabel, der den Helden markiert. Ich bürge für ihn. John Parker ebenso. Wo ist Revere? Gefangen. Grrr. Keine Angst. Der Mann ist brenzlige Situation geworden. Der kommt klar. Ganz sicher. Hoffen wir es doch. Genug geschwätzt, die Damen. Parker scheint zu glauben, du seist nicht vollkommen nutzlos. Also schätze ich, es gibt ein, zwei Dinge, bei denen du uns helfen kannst. Wenn der Kampf beginnt, müssen wir diese Stellung halten. Das ist entscheidend für die Verteidigung von Concord. Gute Jungs, aber keine Soldaten. Sie brauchen jemanden mit Erfahrung, der sie anführt. Also wir. Kannst du das für sie tun? Natürlich, klar. Und du sagst besser die Wahrheit. Du hast mein Wort. Dann bleibt uns jetzt wohl nur noch eins. Alter, was der für Knack drin hat, alter Übel. Also richtig heftig, alter. Volles Tier. Volles Viech, voll der Knechts. Und da kommt schon die Rotröcke. Hab ich mal gelesen, und erklärt, das Lied Barney Song wird als Foltermethode gemacht. Ich mag dich, du magst mich. Alter, die haben es angehört. So schlimm ist es auch wieder, aber klar, wenn du es jetzt mal so 10 Stunden hörst. Ich mag dich, du magst mich. Alter, da flippst du auch aus. Naja. Wenn ein paar der roten Bastarde durchbrechen, greif sie an. Kann er auch mal so unnütze Wissen vorgehen machen, dass ich einfach mal so Gameplay abspielen lasse und dann mal so sagen, so 20 Minuten das mach. Befehl töten. Befehl nicht schießen. Nicht, okay. Befehl. Ja, jetzt warten wir doch einfach mal. Die wird das auch nicht. Ah, das war natürlich erst sehr fail. Ja. Das war natürlich erst kommt. Ah, das war jetzt natürlich besser. So. Nächste. So, ich glaube, wir sitzen mal. Ja, okay, wir lassen es mal. So. Yes, sir. Den nächsten, die kommen gleich. Oder? Was sind denn die? Okay, wir lassen es einfach mal bis sie herkommen. Die lassen wir es einfach mal warten. Ich glaube... Ah, die sind ja auch gleich da, denke ich mir. Ja, die kommen jetzt gleich hoch. Jetzt sind sie oben. Okay. Jetzt warten wir mal kurz, bis das rote Zeichen wiederkommt. Und dann wird es, glaube ich, anfangen. So, jetzt da, nämlich. So. Das war das mal schon mal sehr, sehr schön. Wir nieten jetzt mal einen nach dem anderen durch. So. Okay, das da. Da geben wir denen jetzt auch mal kurz den Befehl. Ach, geht sogar auch bloß. Okay, da kommt es. Na, gleich. Okay, wir haben da jetzt noch ein wenig Zeit, glaube ich. Ja, da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Okay, da kann man niemanden befehligen. Schade. Nein, nein, nein! Wow, wow, wow. Kommt her, kommt her, kommt her. So, ich bin wieder drin, sehr, sehr schön. Und das war jetzt da wenig knapp. So, wir warten, bis das Zeichen wieder kommt. Das wird jetzt auch gleich erscheinen, denke ich mir. So, jetzt da denke ich. So. Jetzt da kommen gleich die nächsten her. Es werden jetzt immer größere Seifen, wie mir das scheint. So, jetzt da kommt's, Kinders, kommt's, Kinders. So, Feuer frei. Setzt an, meine liebe Leute. Setzt an. Oh, der erste ist schon gefallen. Zieh nicht mehr gleich geschützt. Fuck, Alter. Die ersten zwei sind umgekommen. War jetzt nicht so der Burner. Ich glaube, wir haben zu schnell zu gewartet auch. So, hier wieder einen Schluck trinken. Okay, wir müssen jetzt vorbereiten. So. Okay. Wir warten wieder mal. Ach ja. So gefällt mir das. So ist das geil. Aha. Von 120er Spinni, Alter. Ja, leck mir am Arsch. Oh, komm. Ah, der. Na, schafft er das noch da hinten? Ja, okay, der schafft's.
Der schafft das locker. So, wir können wieder mal warten. Hier, da kann man keine Befehle geben. Oder? Ich glaube nicht, nein. Ja, die kommen erst auch gleich. Warte mal kurz. Kann man ja mal ganz kurz schauen. Das wird erst wohl keine schlimme Sache sein. Ja, okay. Das lassen wir es lieber mal. So, wir campen uns jetzt hier einfach mal wieder hin. Na, besiegt 8 von 100. 130. Feuer! 130. Na, da ein bisschen viel. Hier alles schön synchron. Geil. So. Ja, die brauchen jetzt auch nur ein bisschen, bis die kommen. Ah, da kam es nicht so richtig hin, zu mir geht, dass man da was anschaut. Nein, schade, geht nicht. Wäre geil, dass man hier mal so einen kleinen Lageplan hätte, aber es geht ja nicht alles, oder es gibt ja nicht alles. Sagen wir es mal so. So, jetzt da. Sitzen wir jetzt auch schon wieder 10 übrige Patrioten. Oh. Scheiße. Ach, da kann man. Okay, jetzt machen wir den noch fertig und dann switchen wir hier mal ganz lässig. Ja, sicherlich. Warum sagt mir das niemand, Alter, ihr kleinen Wichser? So, jetzt da. Wenn sie anlegen. Los. Und wir verpissen uns mal. Wir gehen wieder dahin drin. Nicht schießen. So, jetzt da. Eher teilen. So. So, gefällt mir das. Die kommen auch schon wieder. Wartet auf mein So. Okay, jetzt habe ich auch den Sinn hier von dem Ganzen kapiert. Jetzt habe ich auch das Ganze hier kapiert. Sehr schön. So liebe ich das. Okay, da kommt niemand. So. Jetzt weiß ich auch, was man machen muss. Okay? Ist ja auch schon mal gut, dass wir das jetzt mal wissen. So, yes, sir. Das mag ich nichts anbrennen lassen. Sagt man ja so schön. Wir campen uns jetzt erstmal hier hin. Okay, die kommen auch nicht so alle. Okay, da sind sie schon da. Habe ich hier mal gesehen. Da sind sie schon da. Okay. Da ist da hier eh frei. Da. Okay, da sind sie auch noch nicht. Vorbereiten. Okay. Da, dann müssen sie glaube ich schon da sein. Da sind sie auch schon da. So, eh. Jetzt da. Da sind sie auch schon da. Die kommen gerade rüber. Okay, wir können jetzt auch gerade mal die da erst einmal befehligen. Nicht schießen. So, jetzt da. Jetzt da. Die sind jetzt auch schon gleich da. Wartet, glaube ich. Signal. Ja, die kommen jetzt da gerade. Ich glaube. So, jetzt da. Jetzt da können wir sie mal abballern. Die können wir jetzt auch mal wieder gleich mal befehligen. Wartet auf mein Signal. So, jetzt da. Sehr schön. Da, die sind gleich da. Ah, jetzt da. Und es schaut schon mal, glaube ich, besser aus. So. Ja, noch. Das war jetzt nicht so toll. Das war jetzt nicht so. 30 ist auch nicht ein bisschen viel. Ich weiß ja nicht. So, jetzt da. Aha. Okay, die schießen gerade. Sehr schön. Da kann man jetzt da auch mal. Okay, da haben wir nur ein wenig Zeit. Lass uns das mal ganz kurz hinsprinten. So. Yes, da. Jetzt sind die auch schon da. Jetzt. Genau, jetzt haben wir nämlich alles unter Kontrolle. Ja. Machen wir die mal Feuer. So. Machen wir die mal Feuer. Gut. Sind die da schon? Ja. Perfekt. Die sind auch schon da. Dann setzen wir hier mal an. Wartet auf mein Signal. So, Befehl geben. Die sind jetzt auch schon wieder hier. Hast auch schon leicht erwischt. Okay, und jetzt da haben wir hier mal. Genau. Na, da kommen jetzt auch wieder mehr. Sehr schön. Die Mission, die wird jetzt relativ einfach, wenn man das so macht. So. Los schießen.
Hier ist er, da hinten haben wir es auch noch welche. Wartet auf mein Signal. Da sind es dann nichts mehr. Ist auch schon mal toll, jetzt haben wir die schon mal abgesichert. Die da können wir jetzt mal wegschuten. Okay, wir pendeln jetzt immer zwischen hier. Okay, da haben wir jetzt nur Zeit, dass wir jetzt mal darüber gehen, nach rechts. Da haben wir jetzt noch kurz mal Zeit. Wartet auf mein Signal. So, genau. Sehr schön. Wobei hier... Okay, da haben wir jetzt wirklich noch Zeit. Da haben wir noch Zeit, ja. Müssen wir uns jetzt mal aber ein bisschen spurten. So, jetzt da. Genau. Die spurten da ist gerade hin. So, Befehl geben. Und die da, ja, das haben wir jetzt da, Gloy. Karle, so, das sind jetzt auch welche. Und wir haben es geschafft, sehr, sehr schön. So wollen wir das haben. Rückzug, Rückzug. Ich rede hier, Alter. Ach, so wollen wir das haben. Es ist geschafft. Sie ziehen den Schwanz ein. Den Schwanz? Mhm. Oh, das Ganze haben wir jetzt alles in 5 Minuten geschafft. Habe ich es nicht gewusst. Okay, mit... ja, ich habe hier auch mal... komm, Pferde. Komm her, mein Pferdchen. So, lass sie mal reiten. Aha. Wenig Scheiße, wie ich da rede. Ach, was. So, die Spuren geben. Jetzt können wir das auch machen. Sehr schön. So ist das geil. So. Sehr schön. Alle sind tot. Natürlich die Gegner, nicht die Verbündeten. Es muss ein Monster sein, der so etwas tut. Wenigstens sind sie fort. Ich hätte ihn töten sollen, als ich konnte. Weißt du, wo Pitcairn jetzt sein könnte? Zurück in den vertrockneten Schoß der Briten. Kein Streit. Scheiße. Dort formiert er sich neu und plant die nächste Gräueltat. Ich muss ihn finden. Je länger ich warte, desto mehr werden leiden. Kopf hoch, Freund. Viele, die heute sterben sollten, leben noch. Nur wegen dir. Und was ist mit denen? Wir tun, was wir können mit dem, was wir haben. Das ist nicht genug. Das ist es nie. Wahre Worte, wahre Worte. Das stimmt aber echt. Jeden Tag Krieg ist eigentlich überhaupt nichts nötig, dass die ganzen Kriege alle geführt werden, nur um so ganz lapide Sachen, genau. Wie zum Beispiel die neue Herrschaft eines Königs, sag ich mal, in anderen Ländern oder viel zu viele Kriege, die eigentlich gar nicht so richtig. Zur Unterstützung eures glorreichen Vorhabens. Sequenz 7, Philadelphia, 16. Juni 1775. Außerordentlichen Vertrauensbeweis. Doch im Fall unglücklicher Ereignisse, die meiner Reputation schaden könnten, bitte ich die Gentlemen in diesem Raum darum zu bedenken, dass ich in aller Ernsthaftigkeit erkläre, mich dem mir anvertrauten Kommando nicht gewachsen zu fühlen. Wahrlich, ich pennt auch schon wieder ein, der Connor. Ich dem Kongress versichern, dass ich, da keine finanziellen Überlegungen mich hätten locken können, dieses schwere Amt anzutreten. Kennen wir uns? Ja, Mann! Ja, komm, ja! Ich werde über alle meine Ausgaben Buch führen. Ja! So hoffe ich, wird man ersetzen. Ist das allerletzte, was wir jetzt brauchen können. Doch, das brauchen wir, genau das. Connor, darf ich vorstellen? Das ist unser soeben gewählter Commander in Chief, George Washington. Ah, hallo. Das ist der Sam und John bei Lexington gerettet hat. Das waren allein die Patrioten. Ich habe ihnen nur geholfen. Ebenso bescheiden wie tapfer. Wir bräuchten mehr. So sehe ich das auch. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ich sollte mich lieber um Charles kümmern. Er scheint nicht sehr glücklich zu sein, dass man ihm bei der Entscheidung überging. Schön, dich kennenzulernen, Connor. Den müssen wir töten, Alter. Den müssen wir töten, Alter. Komm, ich hätte ihn jetzt da gleich hinten bleiben. Alter, Nike Fotzen, sei scheiß Gehirn, Alter. Gleich. Er zog sich nach Boston zurück, wo er von 1000 Rotröcken bewacht wird. Der Ach du Scheiße. Weg, an ihn ranzukommen, ist, ihn herauszulocken. Zu deinem Glück starten wir eine Offensive gegen die Stadt, um genau das zu tun. Israel Putnam hat das Kommando über unsere... Ganz Posten. Zufällig. Wenn du ihm dies zeigst, wird er dir jede Hilfe geben, die du brauchst. Okay. Ich finde ihn im Heerlager auf Bunker Hill. Du hast meinen Dank. Gern doch. Das war das Mindeste.
Pitcairn ist ein gefährlicher Mann. Je eher wir ihn los sind, desto besser. Dasselbe gilt auch für Charles Lee. Komm, Alter, bring ihn doch um. Nein, eben nicht. Für später auf. Brich jetzt auf nach Boston, Connor. Aber das, Kinder, sehe ich euch bei einer weiteren Folge von Assassin's Creed 3. Bis dahin. Ciao. We'll be right back.